Der SWB Cup ist immer auch ein Treffen der Fans. Hier kommen nicht nur Bremerhavener zusammen, auch viele auswärtige Fans. Und wenn ich jetzt ein bisschen despektierlich auf dein T-Shirt schaue, sehe ich VIP Straubinger Mädel. Ich schätze mal, du kommst aus Niederbayern. Ganz genau richtig, aus Straubing. Und wie heißt du und was schlägt dich hierher? Also ich heiße Elisabeth, Elli genannt, und wir kommen dieses Jahr zum SWB Cup, weil wir hier super Leute kennen, guten Kontakt mit denen haben und uns gefällt es einfach. Wenn man aber aus Straubing kommt, dann schlägt das Herz für die Tigers. Fällt es dann schwer, in die zweite Liga runterzugehen zum Zuschauen? Nee, mit den MRB haben wir sowas wie eine Fanfreundschaft und Straubing und MRB, die gehören einfach zusammen. Straubing ist Eishockeystadt. Hast du das Gefühl, dass Bremerhaven auch Eishockeystadt ist? Es kann es werden. Es kann es werden. Was fehlt denn noch? Ein bisschen mehr Ehrgeiz. Wo? Bei den Fans oder auf dem Eis? Ich glaube, zur Kommunikation zwischen Fans und der Mannschaft. Zur ganzen kompakten Sache. Das ist in Straubing besser? Ja. Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen? Die Spielerpräsentation, das ist viel näheriger. Das wird bei uns im Festzelt gemacht. Das, was eben bei uns gegeben ist durch das Gäubodenvolksfest. Da sind nicht nur so viele da, wie heute da waren bei euch, sondern da sind Hunderte, Tausend, 2.000, 3.000 da. Und da ist eine ganz andere Atmosphäre einfach. Irgendwann spielen wir in einer Liga, dann zeigen wir euch, wie das funktioniert. Da bin ich gespannt. Okay, danke dir. Danke.